Heyo, let's go! Ja, liebe Freunde, und wie versprochen, willkommen zurück. Und zwar, wir bauen heute das Häuschen weiter. Und ja, Hanabi, ich danke dir, dass dir die Werkstatt so gut gefällt. Mir gefällt sie auch sehr gut. Und ich sag's dir hier auch nochmal, klar kannst du das Haus nachbauen. Ich baue das ja extra, dass es nachgebaut werden kann. So, und jetzt ziehen wir erstmal kurz hier noch eine Reihe ringsherum. So, die Ecken müssten eigentlich frei bleiben. Ich dösel. Die sind doch die Stützpfeiler. Nein, du bist falsch. Da. Genau. So, dann kommt hier wieder einer hin. Hier einer hin. Und hier einer hin. Genau. So, dann hier einer. Hier einer. Hier kommt das rein. So. Und so. Und jetzt müssen wir hier. Überall erstmal nach außen diese Balken bauen. Huch, da war falsch rum. Weil. Hier ja. So wie da. Das Dach drauf gezimmert wird. Hier liegt nämlich jetzt das Dach gleich drauf. Und da brauchen wir ja noch ein paar Stützen. Und deswegen haben wir diese Stützen hier so schön gestern noch gezogen. Und ja. Huch. Und wie ich euch versprochen habe, werde ich jetzt jeden Tag eine Folge rausbringen. So, jetzt müssen wir was mit Koko machen. Da ist es so. Und warum ist das dort? Huch! Aua! Habe ich ein Bett mit? Ja. Na, ich bin nämlich nicht ganz alleine. Der gute Zordan ist nämlich da. Von hier auch nochmal. Hallo, Zordan. So, und wir werden jetzt mal gucken. Da haben wir das. Mal richtig gucken. Gehen wir mal runter. Wir haben hier eine Treppe und. Aha. Okay, und das muss nach hier vorne zeigen. Gut. Dann machen wir das doch so. So, dann gehen wir jetzt hier vor und tun. Die müssen wir jetzt gleich erstmal bauen. Dann tun wir die jetzt so und so setzen. Ja. Da ist ein Stein. Ah. So. Wir müssen ja eh gleich erstmal schlafen. Schlafe die mal rein. So, und die Bäume könnten mal wachsen. Da sind nämlich die Tropensetzlinge. Die könnten mal wachsen. So. Ja, das. Wir brauchen ja eine Menge. So, dann könnte man eigentlich mal. Nee. Da. Dann könnten wir die Steine raushauen, die Erde, das raushauen. Und die. Ah, bleh. Das wollte ich nicht, sondern die Eiche. Sag mal. Eiche mit rein, weil, oder machen wir das? Ja, wir machen das als Eiche. Brauchen wir nämlich auch noch Treppen. So. Ja. Machen wir es halt so. Und so. So, setzen wir uns hier hin mit dem Bett. Und, ja, tun halt wirklich erstmal hier drauf drücken. Dass wir auch sehen, wo, wie, was, wo ist. Na? Dann rennen wir halt noch eine Runde vor zum Haus und gehen ins Haus schlafen. Tür zu. Gute Nacht. Hat perfekt geklappt. Perfekt geklappt.
So, dann schlafen. Danke. Morgen, liebe Sorgen. Lass mich hier. So, die Treppe machen wir hier noch mit dran. So, und dann gucken wir jetzt, warum. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Machen das hier. Genau so. Dann hatten wir gesagt, wir brauchen hier einen richtigen Block. Dann kommt hier einer verkehrt rum dran. Dann wieder eine Treppe oben drauf. Und das machen wir hier genauso. Ein Block. Eine Treppe. Ja, mein Computer hat sich gerade gemeldet. So, dann machen wir immer weiter so. Weiter und weiter. Nana und ich. Und. So, und jetzt müssen wir noch Dinge machen und Dage machen. Und dann setzen wir das noch oben drüber. Richtig. Und dann kommt hier ein ganzer Block rein. So, dann haben wir die Seite schon fertig. Das machen wir jetzt natürlich auf der Seite auch. Wir haben Dicke und Dacke und Dicke. Und jetzt Dick, Dack. Dick, Dack. Und noch eine. Dick und Dack. So, dann gehen wir hier raus. Hier ein Block drauf. Dann diese Treppe, diese Treppe. Nein, das war doch falsch. Die Treppe muss doch hier hin. Sonst geht das schöne Muster da nicht auf. Und so. Und hier kommt wieder ein normaler Block rein. Genau. So, und jetzt müssten wir mal eine Lunse machen. Wie wir hier weitergegangen sind. Da haben wir dann dort. Könnten wir eigentlich einen Block reinsetzen? Das sieht doch scheiße aus. Ja, wir setzen einen Block. Das sieht ja nicht schön aus. Also machen wir einen Block rein. Einen Block. Eine Treppe. Das machen wir hier genauso. Ein Block. Eine Treppe. So. So, das muss genau dieselbe Höhe ergeben. Rein theoretisch. So. Und jetzt haben wir hier noch die und das. Und das müsste jetzt eine Ebene sein. Wir sind jetzt Höhe 95. Perfekt. So. Das, und jenes. So, dann wieder ein Block, eine Stufe, und wieder einmal zu. Genau, so, und da haben wir nämlich jetzt hier wieder einen Mittelblock. Aber jetzt tun wir nicht, sondern machen jetzt hier oben das erste Gebälk oben drüber. Dafür tun wir uns jetzt mal hier einen Hilfsblock setzen. Und so. Genau, und dann ziehen wir jetzt diesen wunderhübschen Block hier durch. So, und rein theoretisch habe ich aber keine da. Ja, da brauchen wir uns nämlich eine. Ich brauche eine Werkbank. So, und dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir jetzt diesen da. Raus. Ja, ich brauche die aber hier.
So, und setzen dich hier hin. Mal gucken, wie das aussieht. Hieronymus! Da könnte man aber auch eine Treppe reinsetzen. Ne? Mal gucken, wie das mit der Treppe aussieht. Ja, live umgebaut. Mhm. Mein Design wird nochmal umgemodelt. So, wenn wir jetzt sagen, täten, wir setzen da die Treppe rein. Ja, das hat was. Das hat was. So, dann machen wir das hier genauso. Diesen Block nochmal raus. Und diesen da rein. Genau. So, und jetzt müsste mir... Hallo? Na. Und jetzt müsste ich mich mal kurz hier hochbauen. Genau. Und jetzt immer Ecke für Ecke. Das müsste eine Ebene sein. So. Ja, wir müssen nämlich hier nochmal eins. Dann machen wir das genauso nochmal. Wir müssen nämlich nochmal eine hochgehen. So, und dann ziehen wir das jetzt erstmal zu. Weil wir ja nicht wissen, zumindest noch nicht wissen, wo, ja, gut, eigentlich. Achso, nee. Umbuch. Da kommt kein Holz hin. Da kommt das hin. Mhm. Hier können wir das Holz lassen. Aber hier muss Balken rein. Die Balken rein. So. Hier machen wir Holz. Und hier Stämme. So, raus. Und Stämme rein. Genau. Und jetzt nehmen wir uns diese Farbigen. Dahin. Da. Genau, jetzt diesen da und jenen. Genau, da haben wir die Ecke schon zu, würde ich gerade sagen. Ja, zum Glück ist das Haus nicht ganz so hoch, dass wir uns nie noch mehr wehtun. So. So, und ist. Nee. Nee, du bist falsch. Du bist. Richtig. Bist. Genau. So wird's gebaut und nicht anders. So. So, dann haben wir die Ecke fertig, da fehlt noch die Ecke. Genau, die Ecke. Da fehlt die Ecke. So. Dann müssen wir jetzt aber hier wieder den Zwischenbalken reinziehen. Weil wir haben ja hier jetzt das Dach. Nein!
und jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Ah, Mist, die Kack. Misti. Na, mach das so. So. Genau, und jetzt müssten wir gucken, wie wir das hier gebaut haben. Da gehen wir mal Lunzen. Wie wir das hier oben gebaut haben. Oh, das ist aber laut. Das sind auch nochmal Treppen. Okay. Da gehen wir hier mal lunzen. Aha. Wir sind nochmal oben drüber gegangen. So, und jetzt kommen wir natürlich dort nicht mehr hoch, also müssen wir uns hier hochbauen. Da liegt auch ein Block. So, dann kommt hier jetzt hier. Nee, hier. Aber das müssen wir nochmal abmachen und dann machen wir noch eine. Ach, das geht ja nicht. Das geht nicht. Dann habe ich das so. Obwohl das geht auch. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir das so nie bauen. Sondern so. Dann hier hin. Und jetzt müssen wir den eigentlich durchziehen. Gehen wir hier hoch, danke. Durchziehen und dann kommt jetzt hier. Warte. Dann machen wir das weg und machen hier nochmal einen hölzernen Holz hin. So, dann machen wir hier aber nochmal diesen rein. Das hier genauso. So und so, genau. Und jetzt können wir nämlich jetzt das hier miteinander verbinden. Na. Du sollst doch hier oben dran. So. Da haben wir es dort anders. Ja, ja, es ist genauso, ne? Da. Nein! Ja, wir haben eine Werkbank einstecken. Das ist nicht das Problem. Wir haben ja die Werkbank einstecken. So. Ja, gut, da können wir jetzt die vollen Stufen reinsetzen. So, und dann sind wir noch eine höher gegangen. So, und diesen da. Und diesen da. Achso, da ist der Ofen. Die müssen wir ja dann auch später reinbauen. Achso, ich hab. Nee. Ja, es gibt ja bloß noch eine Mitte. So, da müssen wir uns diese nochmal holen. So, hinsetzen. Genau. Anders geht's dann jetzt. Und diesen da. Und jetzt zuziehen. Duck. Und Duck. Und hier jetzt auch so zuziehen. Genau. Weil die Walben, wir haben es ja da oben auch so. Und schon haben wir das
Dach soweitgehend fertig. Halli hopp. So. Ja, dann haben wir das Haus soweitgehend fertig. Das sind die Fenster. Aber wir müssen ja jetzt noch mal gucken. Wir haben hier jetzt Eichenteile genommen, weil wir Eiche verbaut haben. Also brauchen wir Tropen. Die sind immer noch nicht gewachsen. Ja, einer. Da brauchen wir jetzt Tropenzäune. Haben wir noch so viel Trope? Ja, doch. Brauchen wir jetzt Tropenzäune? Vielleicht haben wir noch Tropenzäune. Ja, hier haben wir noch Tropenholz. Stickies haben wir auch da. Na, dann müsste das ja funktionieren. So muss das und so. So. Wir machen es mal anders. So. So und so und so. Dann haben wir hier noch mal welches. So. Nach oben. Na, nee, die. So und jetzt aufteilen und da kriegen wir halt noch mal ein paar mehr raus. So, und das kommt nämlich jetzt da dazwischen. So wie da gebaut. So, dann machen wir jetzt diese hier. Bitte. Na gut. So. 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 Jetzt wieder Dackel. Und Flublip. So, und hier kriegt man es auch hin. So, und hier auch noch einen. Da müssten wir jetzt die ringsrum haben. Genau, und jetzt müssen wir mal eine Kuckuck machen. Da haben wir das. Ja, dort ist das Schornstein, aber wir haben dort oben nochmal Balken gelegt. Also müssen wir jetzt erstmal einen Baum fällen. Also, wie ich sehe, habe ich meine Gerüste mal wieder verlegt. Das ist ja mal wieder typisch. Dann nehmen wir halt auf die alte Art. Dann fällen wir den Baum halt auf der altmodischen Art. So, und dann schon haben wir wieder 60 Tropenholzstämme. Yeah! So, und dort haben wir jetzt Macht. Haben wir jetzt in der Mitte den Balken hochgezogen. Okay, dann machen wir das auch so. So, die Mitte kriegt den Balken hochgezogen. In der Mitte den Balken hochziehen. Hier dann genauso. So und da auch. So und so. Dann haben wir dieses zugesetzt. So und ja, jetzt ist die Frage.
Mann, ey. So, dann machen wir das jetzt hier auch. So und so. So, so, so. So, so, so. So. Dann gehen wir hier mal ein Stückchen rüber. So, so, so. So. Und dann haben wir wieder Holz. So, so. Glasscheiben haben wir noch einstecken. Und dann machen wir uns hier wieder das Dreiecksfenster rein. Hier das eine. Dreieck. Dreieck 1. 1. Genau, und schon können wir uns wieder runterstecken. Fürs erste die Treppe können wir auch erst abbauen. Na, nie das in drinnen mit abbauen. Also hör mal. So, und da war ein Block. Ja. So, jetzt müssen wir gucken, in welcher Höhe wir das, wo der Balken liegt, oben drüber. Und dann hier vorne die Ecke frei ein. Feld mal 3 mal 3. Haben wir denn so viele Drittstufen da? 33, das könnte nicht reichen. So, wir haben dann sozusagen. Sozusagen haben wir da zugemacht. So, die Treppe aber vorne. Ja, vorne an der Seite von der Treppe. Also haben wir jetzt hier sozusagen bis dahin und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. So, das fällt auf. Naja, wird nicht ganz reichen, denke ich mir. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Und es reicht auch nicht. Es reicht auch nicht. Oder? Reicht das? Nee, es reicht nicht. Och Mann. Ja, da müssen wir uns halt die Werkbank nochmal hinstellen. Die Werkbank. Und nochmal ein paar Schmieden. Mit der Axt grob zusammengeschnitzt. So. Ja. Du machst natürlich auch. So, und somit haben wir das Häusel jetzt schon wieder fertig. Und ja, dann können wir das jetzt. Ach, hier oben müssen noch Zäune ran. Upsala. Hier müssen jetzt noch Zäunchen ringsrum. So, und schon sind wir jetzt fertig mit dem Häusel. In eine Richtung, ja. Also ein paar Betten können wir schon mal hinstellen. So. Ich möchte hier jetzt die Büsche hinstellen. Die setzen wir jetzt hier schon mit hin. So, 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 so. So, 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 so. Genau. Und wir haben jetzt hier Tropenholz, also müssten das ja Tropenholzteile sein. Ging die nicht so gut? Ging die nicht bloß so? Ne, das waren Dreier rein, ne?
Dreier? Drei. Waren doch mit so und so. Da brauchen wir auch nicht plus zwei, da brauchen wir vier. Rein theoretisch. Nein, jetzt habe ich das ganze Holz gemacht. Dann machen wir uns jetzt die ganzen Stufen, weil die brauchen wir immer mal. So. Okay, und schon ist das zweite Haus fertig. Das ändere ich noch auf das Maß um. Also der Schornstein fehlt noch. Den müssen wir natürlich noch mit reinsetzen. Den Schornstein und den Ofen. Den tun wir jetzt noch mit rein. Müsst ihr ja mal was essen. So, dann brauchen wir jetzt erstmal provisorisch. Oh, danke. So, diese Klappen, also diese Steine, die ist ja nur aus dem Stein. Und der Ofen ist jetzt auf der Seite gegenüberliegend der Treppe. Also kommt das Klappen. Das Glas wieder raus. So, das Holz raus. Jetzt hänge ich hier in den Busch. Den Busch. So, und jetzt hatten wir 3x3, oder? 3x3, oder? Hey, plus 2x2. So. So, so, so. Genau, und jetzt ziehen wir den hier hoch. Ja gut, das kriege ich dann nochmal raus. So, 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 so. Dann gehen wir jetzt hier hoch. So, hier müssen wir ja auch raus machen. Sonst fängt ja das Haus an mit Brennen. Das werden wir ja nicht. So, hier mit nach oben. Das Fenster muss leider weichen. Ne, dann kommt jetzt auch das hin. So hoch. Hier. Und hoch. So, und jetzt müssten wir uns rein theoretisch nochmal hochbauen auf das Dach. Na. Jetzt. So. Dann tun wir uns jetzt nochmal hochbauen. So, wie hoch haben wir den gebaut? Der ist genauso hoch wie das Haus. So, dann müsst ihr jetzt hier, nee, hier, da, raus. Du auch raus. Du auch raus. So, und rein theoretisch hier auch schon raus. Nein! Das war ja klar, dass das passiert. Das war so klar. So klar war das. So. Ja, den buddel ich dann wieder auf. So, dann tun wir uns jetzt hier noch hochbauen. Du kommst da ran. Zu. Hopp. Dich brauchen wir jetzt nicht. Du kommst wieder raus. Du kommst auch raus. Einen hoch. So. Ein hoch und. So, genau, und jetzt kommt hier und hier noch einer drauf, noch einer. So, und jetzt tun wir uns noch schnell hier runter buddeln. Und mal ganz schnell wieder hier raus. So. So. Und das ist schön räuchert. Du
tun wir noch schnell. Das hat man eigentlich hier. Nee, dann hier. Nee, dann da. Hier haben wir Stroh. Und ein Feuer hatte ich auch noch. Ich hatte ja noch ein Feuer. Wo ist das Feuer hin? Feuer? Wo ist das Lagerfeuer hin? Lagerfeuer. Hä? Bin ich jetzt blind? Hatten wir nicht vor uns noch ein Lagerfeuer hier in der Kiste? Naja, dann müssen wir uns halt ein neues Mal. Ist ja nicht so schlimm. So, wie war das jetzt? Ein Feuerstein in die Mitte. Dann diesen. Und diesen. Nee. Oh. Lagerfeuer. Wie war das? Feuerstein. Oder ist es das andere Holz? So? Okay. Oder ist es normales Holz? Nö. Hä? Das ist jetzt komisch. Oder muss ich die... Entrindet Eiche, entrindet Eichenstamm, Akazien, Schwarzeichenstamm, Birkenstamm, entrindet Schwarzeiche, Tropenholz, entrindet Eichenholz, entrindet das Tropenholz, Fichtenstamm. Okay, das ist jetzt sehr seltsam. Soll das jetzt bedeuten, dass das mit dem Tropenholz nicht geht? So. Dann da. Und da. Hä? Bin ich blöd? Ich bin blöd. Kohle? Ach. Ah, na klar, ist er kein, ich habe keinen Feuerstein. Oh. Warum sagt ihr das nicht? Logan, du hast keine Kohle oder Holzkohle, sondern einen Feuerstein in der Hand. Ja, gucke mal. So. Das sagen die nicht, oder? Das sagt dir nichts, ne? Ja. Lass mal den Logan bauen, der kriegt das schon hin. So, dann kommt jetzt hier dieses schöne Feuer hin, was auch schön räuchert. So, und jetzt müsste man entweder mir entscheiden, uns, wir machen die. Nee. Oh, sag mal. Willst du mich jetzt hier verarschen? Machen wir es halt so. Ja, das
hat was. Man kann reingucken, ja, oh, heißt, was brennt. So, da holen wir jetzt nochmal schnell Bällchen. Und wie ich sehe, wir haben schon überzogen. Oh mein. So, dann holen wir uns mal Bällchen. Reichen zwei, wir nehmen drei. So, und setzen die jetzt noch oben hin. Und dann ist das Haus schon wieder so weit, es geht fertig. Ofen steht, die Bettchen stehen, das Dach ist zu. Die müssen wir aber noch mal ändern. Da muss noch so ein Stein. So sieht das aus. So, dann kommt hier jetzt ein Bettchen, noch ein Bettchen. Jetzt noch ein Bettchen. So, und dann haben wir das Haus auch so weit es geht. Fertig gestaltet. Du kommst noch weg. So. Genau. Und schon ist das Haus auch fertig. Es räuchert. Und ich habe es genau andersrum gebaut. Aber die gleiche. Nee, die. Nee. Nee, andersrum. Ach, das. Ah, ja, stimmt. Ich wollte ja das Dach umbauen, weil das Dach ja hier so komisch eiförmig ist. Das ist jetzt nicht so eiförmig. Da bauen wir nämlich das Dach, da bauen wir genauso wie das. Und dann sieht das nicht mal ganz so. Ja. Aber was sagt ihr? Mir gefällt so. Mal wieder ein anderes Design. Sieht ganz gut aus, gefällt mir wirklich. Und ja, damit sage ich, das war's leider schon wieder Folge. Deswegen Wind in den Segeln, volle Fahrt voraus. Ciao, ciao.